Hallo. Hat er eigentlich ein schickes T-Shirt an, hier? Geil. Mit einem Barsch drauf. Eike ist nämlich Angler. Und Eike heißt übrigens Captain Eike, weil der hat ein Boot. Wir wollten euch einmal kurz updaten, was bei uns so los ist. Also erstmal ganz wichtig, 29.06., das ist nächste Woche Samstag, je nachdem wann ihr das Video guckt, 29.06. machen wir hier einen Tag der offenen Korallenfarm, das Görzwerk. Also wir sind hier in so einem antiken Industriekomplex drin, der aufgemöbelt wird und wir machen immer so Veranstaltungen. Und da ist hier Hofmarkt vom Görzwerk und das heißt, dieses Mal Thema mediterran. Hier sind jede Menge Food-Produzenten drin, die dann da vorne selbstgemachte Sachen zum Essen anbieten und außerdem ist Kinderprogramm und Live-Musik ab 17 Uhr. Und wir machen ab, was haben wir gesagt, 12, ne? Ab 12 machen wir auch auf und wir haben ein bisschen Korallen für euch auch noch bestellt, so ein bisschen was, was wir nicht in der Zucht da haben. Ich blende das gleich noch ein, weil jetzt, wo wir gerade das Video drehen, war Go noch nicht hier. So, und wir wollten euch einmal kurz zeigen, was nämlich, wir stehen hier vor dem neuen SPS-Tank, was sich hier so getan hat. Achso, übrigens, Entschuldigung, ich bin tierisch erkältet, meine Nase ist echt im Eimer und Aspirin ist gerade das Ding, was mich hier am Laufen hält. Wir haben was Neues, wir haben eine Kooperation mit Tunze. Und zwar folgende Sache, wir haben ja, wir haben bisher viele Ecotechs verbaut. Also wir haben so eine Strategie, erstmal starten wir billig, das heißt so die Becken werden mit Jebaus zum Einfahren bestückt und dann rüsten wir auf bessere Pumpen. Und jetzt hier bei dem neuen SPS-Becken wollten wir das richtig machen und also ich habe zwar noch jede Menge MP40 und habe auch noch eine MP60 in der Schublade, die haben wir hier auch mit verbaut, aber da wir so ein breites Becken haben und wir von vorne mit draufstrahlen wollen und wir eine turbulente Strömung haben, und das sowieso eine Herausforderung wird mit der Strömung. Long story short, wir brauchen oben eine Schwenki-Schwenki Ocean Motion drüber, die eine schicke turbulente Strömung auf dem Riffdach macht und ein bisschen ruhiger und deswegen kommen Ocean Motions. Und für die Ocean Motions, weil wir größere Reichweite brauchen, haben wir uns nach einem Partner umgeschaut, mit dem wir hochwertige Pumpen mit einem vernünftigen Strömungsbild machen können. Und da ist uns Tunze in den Sinn gekommen und dann haben wir Tunze angeschrieben und Tunze haben gesagt, deswegen freue ich mich sehr, das jetzt hier mit Tunze zusammen zu machen. Der Eike hält jetzt gerade mal als Model her. Ja, ja, präsentiert das Ding schön. Oh, geil. Also wir haben hier die neuen Turbell Stream 6105. Merkt euch das? 6105. Ey, Quatsch. Tunze, warum habt ihr eigentlich solche Produktbezeichnungen? Eco. So, das Wichtige ist, diese Pumpen haben einen sehr hohen Durchsatz bei einem sehr geringen Energieverbrauch. Und dadurch, dass so diese große, ja, was ist denn das, der Rüssel, der da drauf ist? Also dieser Auslass, es sind zwei Auslässe mit bei. Das sind einmal dieser große und dann ist noch ein etwas schlankerer dabei. Und der hier, der macht ein sehr breites, sanftes Strömungsbild. Und das ist genau das, was wir hier brauchen, weil, ich schwenke jetzt hier mal ins Becken rein, weil wenn wir jetzt, also hier oben kommt eine Ocean Motion hin. Hier hinten seht ihr schon eine MP60, die hinten noch mit reinstrahlt. Aber hier kommt eine Ocean Motion hin. Und hier kommt auch eine Ocean Motion hin. Und die Ocean Motion strahlen dann hier oben, also die Tunze, die da dran hängen, strahlen hier oben immer so wechselseitig übers Riff. Hier seht ihr die mal in real. Das sind schon ganz schöne Klopper. Aber die beströmen hier ja auch 1500 Liter. Übrigens hier neue Propellerform. Sehr geil. Die Propeller sind sehr dünn. Und sehr scharfkantig, ich habe mich schon fast dran geschnitten. Und die bewirken, dass die Dinger echt krass energieeffizient sind. Eike hat gerade mal den anderen Strömungsaufsatz. Genau. Ja, das hier sind so, damit wenn die Pulsen und zwischendurch mal aus sind, damit da sich kein Blenny reinsetzt. Das machen die sehr gerne, weil sonst hätten wir da Blenny gehacktes. Die allerdings, wenn sie auf Null sind, dann drehen die noch ganz langsam weiter, dass damit eben auch kein Fisch reinkommt. Also Tunze hat sich da echt Gedanken gemacht. Aber was heißt Gedanken gemacht? Das ist halt einfach Usus bei denen. Ne? Tunze macht schon seit Ewigkeiten, machen die sehr hochwertige und zuverlässige Strömungspumpen. Ist halt, ich will jetzt nicht so auf Deutschland rumreiten, aber deutsche Produktion, ne? Ist was anderes, als ob die Dinger aus Massenfertigung aus China kommen. Genau, und deswegen hier vorne zweimal Tunze, rechts, links an die Ocean Motion. Übrigens, wenn ihr Ocean Motions braucht, dann könnt ihr die bei uns im Shop käuflich erwerben. Das können wir euch auch noch hier eben demonstrieren, zeigen. Wir haben hier generell nämlich die Jebaus rausgeschmissen und jetzt an den Ocean Motions, die wir hier bei uns im SPS-Schaubecken drin haben. Übrigens, sorry, dass das gerade so aussieht. Wir haben hier, das muss ich nochmal getrennt behandeln, hier ist gerade eine Bakterienblüte drin.
Das ist gar nicht so schlimm mit der Bakterienblüte. Ja, wir haben das alles im Griff. Die Wasserwerte haben wir im Auge und die Korallen haben wir im Auge. Und man kann dazu sagen, alles halb so wild. Also die Korallen stehen gut. Der KH-Verbrauch, ne, ihr erinnert euch, bei mir ist der KH-Verbrauch immer ein Indikator dafür, was im Becken los ist. Der ist weiter stabil. Also alles easy. Wir monitoren und anstatt, dass wir hier jetzt einen UV dran knallen, um die Bakterienblüte, ich sag mal, rauszuprügeln, um die Bakterien abzutüten, lassen wir sie erstmal machen. Denn der Abschäumer trägt die Bakterien auch ganz wunderbar aus. Und da passiert jetzt genau das, was wir wollen. Und zwar werden die im Wasser gelösten Nährstoffe, also das Phosphat, wird wieder biologisch gebunden in den Bakterien und wird jetzt über den Abschäumer rausgetragen. Sieht nicht ganz so schön aus, ist aber genau das, was wir eigentlich wollten. Und die Korallen haben dermaßen weit die Polypen draußen, also die fressen das anscheinend auch gerade auf. Passt alles. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, das ist jetzt die Ocean Motion mit einer Tunze dran. Diese Halter davon haben wir uns selber gedruckt. Ja, Mike hat gerade einen hier. Kann man uns noch scharf stellen. Ja, genau. Der ist halt, Andi, Gruß an dich. Eigentlich wollte ich den jetzt gar nicht so promoten hier, aber der Andi von Seawater Engineering, der hat auch Halter dafür. Die haben aber... Hat er. Die haben wir jetzt nur nicht da gehabt. Und weil wir ja auch so einen schicken 3D-Drucker haben, haben wir uns einfach selber welche gemacht. Und die von Andi sind noch ein bisschen größer. Ich wollte es halt klein haben. Die von Andi kann man dann auch noch besser einstellen. Ja, brauche ich nicht. Ich wollte einfach nur klein haben. Die Tunze Stream hier, die haben ein viel besseres Strömungsbild als die Ibaus. Das sollte man aber auch annehmen. Ist halt einfach ein ganz anderes Konzept von der Pumpe. Sie ist ein bisschen größer als die Ibaus. Dafür brauchen wir hinten den Luftansaugschutz nicht. Das ist insofern cool, als dass die Tunzepumpen, die laufen hier tagsüber, laufen die auf 100%, nachts sind sie abgesenkt auf 30%. Und wir haben hier keine Strudelbildung, also hier werden keine Luftblasen eingesogen und die hängen wirklich knapp unter der Wasseroberfläche. Ich wollte hier nicht so tief hängen haben, weil mir das sonst die Frontscheibe, die Ansicht vorne durch die Frontscheibe zu sehr verschandelt. Und das funktioniert ganz wunderbar. So, und wir haben jetzt oben auf dem Riff eine richtig coole Strömung. Die bricht sich hinten mit der Strömung von den MP60, die da drin sind, und den Korallengefäß. So, also, das ist unser Update von heute. Was wir noch machen, ist, übrigens, das Becken steht ganz geil, das ist Gunnar. Hallo Gunnar. So, was wir noch machen ist, ihr kriegt demnächst nochmal ein detaillierteres Video zu diesem Becken und zu dem Strömungskonzept. Und dann stelle ich nochmal vor, was wir vorhaben. Und dann werden wir das mal ein bisschen challengen, ob das, was wir uns hier vorgestellt haben, denn tatsächlich funktioniert. Denn die große Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir oben eine starke Strömung haben wollen, brauchen, haben müssen. Wir haben festgestellt, dass bei uns in der SPS-Zuchtanlage wir die Vortex, die MP40, auf teilweise 100% laufen haben und da richtig Bambule ist. Und das gefällt den Korallen richtig gut. Und das heißt, wir wollen hier oben auch eine sehr starke Strömung auf Höhe der Korallen haben, auf Höhe der SPS haben, wollen aber trotzdem unten ein etwas beruhigteres Strömungsbild haben, weil sonst haben wir da nicht mehr lange Sand drin. Hier kommt ja noch Sand rein. So, übrigens, das ist Süßwasser, was hier drin ist. Wir wässern gerade den Aufbau. Ne? So, und dazu machen wir nochmal ein eigenes Video, wenn wir das alles aufgebaut haben und wenn das in Betrieb ist. Und dann gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. So, ich glaube, ich habe jetzt genug erzählt. Das Team von Toms Korallen grüßt euch. Und grüß auch Tunze und vielen Dank. Da ist Gunnar. Jo. Und Gruß auch an Tunze und vielen Dank für die schönen Pumpen. Und wir werden berichten, wie es läuft. Ich mache dann auch nochmal ein kleines Special zum Einrichten von den Dingern. Da haben wir noch ein Hühnchen zu rüpfen. Aber das war anders. Tschüss.